Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV mit Brinidude, dem Lalafell-Marodeur. Und wir hauen mal hier auf den Button drauf und schauen, was abgeht. Etwaige Performance-Probleme mag ich gleich mal entschuldigen, aber wie gesagt, mein PC nicht der Mega-Beste. Und hier sehen wir direkt auf dem Ladebildschirm einen Mokri, einen Mugel. Wunderbarst. Und er verliert kleine Briefchen. Kein sehr zuverlässiger Briefträger, der Gute. Vielleicht neu in dem Job, man weiß es nicht. Aber er hat auch eine riesen, wenn man guckt, die Tasche ist so groß wie du selbst. Mal schauen, wie lange wir im Ladebildschirm gefangen sind. Wir könnten jetzt so vielleicht ein zweites Spiel Bild im Bild aufmachen und was anderes spielen, Solitär. Street Fighter. Hearthstone, keine Ahnung. Komm schon, Final Fantasy. Ich meine, es muss wahrscheinlich nur einmal groß laden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, Rollenspiele haben nicht die mega Ladezeit meistens, also Online-Rollenspiele. Außer wenn man irgendwie so Fast Travel macht. Oh, es geht los, there we go. Oh, wir laden Bildschirm. There we go. Oh, und. Na, there we go. Okay, ich werde das Zeug vorlesen. Hey, hey. Alles in Ordnung, Sohn? Du stöhnst ja im Schlaf und schwitzt, dass man es nicht mit ansehen kann. Seekrank siehst du mir nicht aus. Kommst du mit dem Eva nicht zurecht, hm? Tja, manche sind da empfindlicher als andere. Ich auch, kein Wunder, wenn die Limser einen Ätheristen nach dem anderen hinklotzen. Aber Kopf hoch, du gewöhnst dich dran. Das Schiff schwankt heute aber auch gewaltig. Na, lass uns doch mal an Deck gehen und frische Luft schnappen. Das wird dir gut tun, Freund. Bis Limsa ist es noch ein ganzes Stück. Plaudern wir doch ein bisschen, wenn du nichts dagegen hast. Also ihr seht schon, Final Fantasy XIV ist ein sehr Story-getriebenes Online-Rollenspiel. Sie bauen sehr viel drauf, die Welt eben zu etablieren. Das ist, habe ich auch schon am Anfang gemerkt, dass es wirklich wichtig ist für die Entwickler und es kommt auch ganz gut durch. Es wäre schön, wenn solche Teile hier gevoice-overt wären, aber naja, das wäre wahrscheinlich einfach auch wahnsinnig aufwendig. Ich meine, man hat es ja an Star Wars Knights of the Old Republic gesehen, wie das Ressourcen kostet. Oder nur die Old Republic heißt es genau. Knights war das Offline-Rollenspiel. Die da sind nämlich nicht gerade die gesprächigsten, wie du sicher gemerkt hast. Mein Name ist übrigens Brennan, fahrender Händler. Freue mich außerordentlich.
Ah, diese salzige Brise. Und du? Bist wohl ein Abenteuerneuling, was? Sonst wärst du nicht so ausstaffiert. Haha, voll ins Schwarze. Ich hab doch gleich gewusst, der Ruf der Freiheit, Ruhm und Ehre, das wahre Leben. Solange du es hast, versteht sich, ist ja kein Geheimnis, dass die meisten von euch draufgehen in Zeiten wie diesen. Und wie bist du aufs Abenteuer gekommen, wenn ich fragen darf? Um Stärke zu erlangen. Stärke? Tja, zu kämpfen gibt's für Abenteuer mehr als genug. Nicht schlecht, um deine Waffenarm zu trainieren. Da solltest du gleich in die Abenteuergilde vorbeischauen, wenn wir angelegt haben. Die sagen dir, welcher Wind in Limsa weht. Und einer der Kämpfergilden beizutreten, wäre sicher auch keine schlechte Idee. Den Marodeuren vielleicht. Ja, deine Axt passt zu dir. Oder den Hermetikern. Die sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Da kannst du dir ein paar feine Zaubertricks abschauen, wenn das mir dein Fall ist. Also es ist so, das Klassensystem, ich überspringe jetzt so ein bisschen die Story, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zum Spielen. Das Klassensystem bei Final Fantasy XIV ist relativ offen. Man kann jederzeit die Klassen wechseln, in andere Klassen reinschauen, Klassen parallel leveln. Wenn ihr mal Final Fantasy V zum Beispiel gespielt habt, dann so ähnlich ist das. Also, oder Final Fantasy Tactics. Man kann mit seinem Charakter verschiedene Klassen leveln und wenn verschiedene Subklassen ein Level erreicht haben, kann man irgendwie eine Prestige-Klasse eröffnen, sozusagen. So, also was hier passiert, ich weiß es von anderen Charakteren, die ich begonnen habe, hat keinen Impact, er labert einen nur ein bisschen zu, stellt einem ein paar Fragen. Es ist halt, um ein bisschen die Welt zu bilden. Man sieht es hier, oh, da greift Piraten an, aber es ist nicht wirklich was, das irgendwie jetzt das Spiel beeinflusst. Es gibt noch keine Action, bis man auch in der Stadt ist. Von daher würde ich sagen, wir überspringen den Teil. Ich meine, ihr könnt es gerne angucken, wenn ihr dann selber mal spielt. Und ich kann die Serie nicht überspringen. Das ist so viel dazu. Also werden wir jetzt hier fröhlich den Links-Click-Button spammen und ich kann euch so ein bisschen noch erzählen, was ich weiß. Das Spiel ist sehr klassisch, was Mechaniken angeht. Also wenn ihr WoW, Wildstar, irgendwas spielt oder EverQuest, was auch immer, dann werdet ihr sofort wohlfühlen. Auf den Konsolen ist es so, es wird primär mit dem Pad gespielt. Die Pad-Unterstützung ist auch da am PC, aber ich persönlich sehe den Vorteil nicht. Ich habe jetzt hier Nein gesagt und hoffe, dass er mir nicht alles nochmal neu erklärt. Und ja, also ein Freund von mir, der Leo, der spielt mit Pad. Das ist vollkommen okay. Er spielt auch am PC mit Pad, weil er auf der PS3 begonnen hat. Oder er würde auch am PC mit Pad spielen. Ich glaube, er hat da überlegt zu wechseln. Aber ja, man kann auch anscheinend die Tastaturen etc. an die PS3 anschließen, aber hat dann nur so viel Button-Slots anscheinend für Fähigkeiten, wie man auch für das Pad hätte. Also hat man da nur marginär den Vorteil. Also man hat klar den Vorteil, dass man eben dieses auf die Buttons anders Zugriff hat als auf dem Pad, ganz klar. Aber man hat es nicht irgendwie ein komplett anderes Interface, was komisch ist. Also ich spreche da nicht aus Erfahrung, ich kann da nur wiedergeben, was mir Leo erzählt hat. Was geht los? There we go. Umspült von der Rotano-See. Hier ragt Limsa Luminsa empor. Heimathafen für Fischer, Piraten und Halsabschneider. Zahllose Inseln sind wie zu einer luftigen Takelage verbunden und über allem wacht Lümlen, die Göttin der Seeleute. Heute hat die salzige Brise jemand Besonderes in den sicheren Hafen getragen. Noch kennt dieser Abenteurer sein bedeutendes Schicksal nicht. Sind wir übrigens, ja? Wir sind der bedeutende Abenteurer, der sein Schicksal nicht kennt. Und das kann ich euch überspringen, oder? Ja, Gott sei Dank, lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Und damit legen wir im nächsten Part dann los. Und ich lasse euch jetzt hier mit diesem wunderschönen Bild allein. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, bye bye.